didn't even get to cross. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, und zwar war ich in den letzten Tagen ja nicht mehr wirklich aktiv auf YouTube. Das hängt damit zusammen, dass ich wieder angefangen habe zu pushen. Und zwar bin ich mit Alpha 2 Omega momentan auf magischen 4444, wie ihr sehen könnt. Ich war zwischendurch auf 4470, habe allerdings dann Fight verkackt, ich glaube sogar zwei Stück. Habe mich allerdings wieder ein bisschen zurückgekämpft, habe auch eine neue Base und alles gemacht. Und die läuft jetzt ganz gut. So, mit meinem zweiten Account, mit meinem Hauptaccount natürlich, habe schon gerade gedacht, ey, Tuachtika, natürlich mit meinem Hauptaccount bin ich auf 4310, geht auch bergaufwärts, mal gucken, was ich noch so machen lässt, also ich habe richtig Bock mal wieder so in die Top 10 zu kommen, oder Top 5 Deutschlands oder so, Top 1 wird wahrscheinlich gerade ein bisschen schwer neben Schule noch, ja, aber ich denke, Top 3 werden wir auf jeden Fall schaffen, 4650 sind auf jeden Fall drin, denke ich, Top 200 so oder so, und yo, ich werde euch einfach mal noch ein paar Fights so zeigen. Hier meine Verteidigung, minus 18, ganz, ganz knapp, also. Und, ja, hier eben mein Angriffslog. Hier, genau, das waren die zwei Fights, wo ich verloren habe. Hier einmal 49% und den Fight hier oben habe ich total verkackt, aber gut, ich habe die Pokale wieder geholt und das ist die Hauptsache. Ja, ich hatte, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, richtig, richtig geile Fights auf Instagram. Ich habe ja, ich glaube, da einmal ein Bild gepostet, wo ich, drei Fights vom Angriffslog gezeigt habe und in jedem habe ich, glaube ich, über 30 Pokale geholt, also das war richtig, richtig krass. Nur dann kam das Problem. Wir hatten ja die Double XP Woche für Clankrieg. Gut, habe ich gedacht, nehme ich die Angriffe morgen auf und dann hat sich das. In der Nacht kam, oder gegen Abend kam dann plötzlich das Update raus, ich war mitten noch am Suchen. Ja, Pause kommt. Ja gut, scheiße, waren schon mal die ganzen Fights weg. Dann, genau die Woche später war ich wieder am Suchen, da habe ich auch noch ein Bild gepostet auf Instagram, genau, da hatte ich drei iPads in der Küche liegen und habe nebenher noch was gekocht. Auf jeden Fall war ich eben gerade am Suchen, habe sogar einen richtig geilen Gegner, glaube ich, gefunden, habe bei dem auch 30 Pokale geholt. Wollte die ganzen Videos, also die ganzen Fights daneben am nächsten Tag aufnehmen. Ich habe gedacht, die Double XP Woche ist erst in einem Tag zu Ende, da habe ich gedacht, jo, das ist kein Problem, nach der Schule setze ich mich hin, nehme das dann auf. Und dann war es eben so, dann kam es mitten um 9:30 oder so, eine Serverwartung und dann war, naja, dann waren wieder alle meine Fights weg. Ihr glaubt nicht, wie ich mich aufgeregt habe, auf jeden Fall, das waren so geile Fights teilweise dabei. Mal gucken, ob ich noch ein paar von denen holen werde, machen kann. Was laber ich? Auf jeden Fall, ob ich noch mal eben solche guten Gegner finde, wie hier Nikes auf 4094 oder so. Jetzt zeige ich euch noch schnell den hier, wie ihr auch sehen könnt. Ich habe brutal viel Gegner mit dem Rathaus draußen gefunden. Also das war echt abnormal. Ich glaube, so viel Gegner habe ich noch nie mit dem Rathaus draußen gefunden. Auch mit 280k. Habe ich bestimmt, glaube ich, schon 40 Win. Nee, 75 Win schon in der Woche. Und ich würde vielleicht sagen, dass vielleicht 20 Stück auf eine richtige Base war und die anderen eben alles auf Rathäuser, die draußen standen. Natürlich bekommt man so extrem viel Elixier, so finanziere ich auch mein Elixier mit meinem zweiten Account, du 80k. Ich habe da noch kein einziges Mal Elixier gekauft, obwohl ich durchgehend mit Gowalb angreife. Die Packers sind ja schweineteuer, genauso wie die ganzen Zauber und so. Früher musste ich immer Elixier kaufen, regelmäßig sogar. Jetzt gar nicht mehr, das liegt eben daran, dass total viele Leute eben jetzt auch auf 3600, 3800 farmen. Und es läuft auch relativ gut, also ich habe mir auch mal überlegt, so einen Account auf 4000 zu pushen, der überhaupt nicht gut ist. Und dann auf 4000 einfach nur Rathäuser draußen holen und den dann da oben ein bisschen zu farmen, weil man findet wirklich so viele Rathäuser draußen. Also ich habe bestimmt 5 bis 10 Rathäuser teilweise in der Stunde draußen gefunden. Wenn es natürlich gut war und ich ein bisschen Glück hatte, aber trotzdem, das war schon echt abnormal. So, hier habe ich dann noch die 49% geholt und die 50 mit dem Mauerbrecher, habe ich mir auch gedacht. Gut, versuchen wir es mal. 9 Pokale war auch nicht schlecht und ich würde sagen, dann zeige ich euch noch schnell die Verteidigung. Minus 18 heißt, der Typ war auf 3, also, ja, die wahrscheinlich, es war auf 3994. Gucken, ob sie hochgegangen ist, jo. Und ich war auf 4462. Schon mal extrem der Unterschied, fast 500 Pokale. Also, wenn man das mal bedenkt, ich denke, ja, die konnte bei mir 59 Pokale holen und hätte sie verloren, hätte sie einen Pokal verloren, ich hätte 0 gewonnen, also ich verstehe die Suche bei Supercell manchmal nicht wirklich. Ich finde es auch ein bisschen ärgerlich manchmal, gerade auch für die Top-Spieler,
das war ja schon bei ganz, ganz vielen das Problem, dass eben, ja, die Suche nicht, also dass die Suche eben so scheiße war. Man hat kaum was gefunden, aber in der Verteidigung immer 39 Pokale verloren oder so, wie hier jetzt 18 oder 19. Ah, die hat nur 18 Pokale geholt, jo, dann wäre ich auf keinen Fall 59 Pokale wert gewesen. Dann wäre ich vielleicht so 54, 55 wert gewesen sein, denke ich, maximal 56 und jo. So, dann noch eine kurze Sache, die ist mir gerade eben erst eingefallen, zum Thema Namen ändern. Es gibt gerade das Gerücht, dass man bald einen Namen ändern kann, in Clash of Clans. Das kann ja alles gut sein. Allerdings, weiß ich, glaube, also ich habe schon eine Vermutung, wie es sein werden wird. Und zwar habe ich schon ein Spiel angetestet, das werde ich auch bald zocken und auch Videos darüber machen, sobald ich hier Erlaubnis habe. Auf jeden Fall, genau, ich kann euch den Trailer eigentlich noch hinten reinschneiden in das Video her. Also dann könnt ihr auch mal sagen, was ihr vom Trailer so haltet. Ey, ich finde den Trailer so arschgeil. Das Spiel zocke ich auch schon ewig lang. Schon seit der Alpha-Version, glaube ich. Aber egal. Kommen wir wieder zurück zum Namen ändern. Ja, hier noch schnell den Fight, 33% hatte ich nur noch Helden, nicht mal Max-Ort-Helden. Glamburg hatte ich auch noch und jo. Auf jeden Fall, jetzt wieder zurück zum Namen ändern. Ich hatte eben das Spiel gespielt und dort konnte man eben den Namen ein einziges Mal ändern. Heißt, jeder konnte seinen Namen, wann er wollte, beliebig ändern. Natürlich konnte man jetzt keine Beleidigung oder so einen Namen reinmachen. Das wird natürlich in jedem Spiel dann zensiert. Auf jeden Fall konnte man da einen Namen eben einmalig ändern. Also heißt, man hat jetzt seinen Startnamen und dann konnte man vielleicht innerhalb von, ja, wann man eben wollte, seinen Namen nochmal ändern. Das war's dann allerdings auch. Danach konnte man nie wieder seinen Namen ändern. Ich denke, dass Supercell das gleiche einführen wird, dass jeder Spieler seinen Namen noch ein einziges Mal ändern kann. Auch bei jedem neuen Account, dass jeder die Chance hat, seinen Namen noch einmal während seiner Clash of Clans Karriere ändern kann. Und das wird, denke ich, bei Supercell so auch sein, aber danach kann man eben nie wieder seinen Namen ändern. Heißt, wenn da jetzt ein Freund an deinen Account rangeht und irgendeine Scheiße reintippt, ja, dann bist du am Arsch. Und ja gut, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, deshalb, ich werde wahrscheinlich deshalb auch meinen Namen gleich direkt neu einspeichern, weil ich wahrscheinlich bei To8DK bleiben werde. Vielleicht zu Tobi Kaiser YouTube, ich weiß es nicht. Also Tobi Kaiser, ja, warte, ich kann es euch mal kurz zeigen, so wie mein zweiter Account auch heißt. YouTube natürlich nicht ausgeschrieben, sondern nur die Kürzel. White Forest übrigens, wir machen noch einen neuen Clan auf. Der wird Weed Forest heißen. Weed Forest, Weed Chillen und so. Deshalb, da kommen dann eher so die Accounts rein, die nicht ganz so aktiv sind, aber schon mal Bock haben, Clankrieg oder so mitzumachen. Der Clan wird ab Level 75 sein. Ich werde die Hashtags auch nochmal in die Beschreibung reinbringen. Und jo. So, hier auf jeden Fall mein zweiter Account, because of YouTube eben. Ich weiß nicht, ob ich To8DK lassen soll. Ich finde den Namen schon geil, vor allem weil ich mit dem eben begonnen habe. Und jo, das ist eben der zweite Account. Farm ja auch ein bisschen. Der King geht langsam auf Level 7 hoch. Queen Level 30. Und jo, das tut er so am besten, ey. Jo. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf weitere solche Folgen, dass ich auch mal wieder noch höher pushe, also dass ich wirklich hochgehe, lasst auf jeden Fall ein Like da und auf jeden Fall eine Bewertung. Darüber würde ich mich auf jeden Fall natürlich auch sehr freuen. Und ja, das war's. Haut rein und bis zum nächsten Mal.